Servus alle zusammen, einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben Donnerstag, den 19. März. Es ist 12.40 Uhr, lange bevor die Amis aufmachen. Und ich wollte mal mit euch heute mal amerikanische, diese Woche ist amerikanische Woche. Da hatten wir jetzt mal den Nasdaq machen. Warten da auch mal eine drauf. Der wird sehr häufig gehandelt. Ich selbst handle den gar nicht so oft, aber es gibt viele, die das tun. Deswegen möchte ich es zeigen. Vor euch liegt der Chart seit 2016. Ich habe einfach mal einen ganz normalen Trend gezogen. Ich stehe auf relativ wenig Linien im Chart. Ich möchte es gerne sehr deutlich haben. Da sind wir dran. Ja, deswegen hole ich die Geschichte hier gleich mal ein bisschen näher ran. Also das ist, wie gesagt, die Geschichte. Das war Dezember 2018. Ja, die Geschichte, als Trump sagte, er will alles kaufen. Fand ich ganz grandios. War gut. Und darüber gezogen und landen jetzt hier. Wir sind an diesem Niveau. Und jetzt, ich versuche eine ganz normale Analyse zu machen, immer nach dem gleichen Muster. Von den Bändern hier fällt mir auf, dass das der Bewegung entgegengesetzt die Richtung ändert. Also das obere Band die Richtung ändert. Das heißt, ich glaube, dass wir hier irgendwo einen sinnvollen Stabilisierungsansatz haben sollten. Durch diesen Trend und durch das Band. Gleitende Durchschnitte nach wie vor schwach. Der Abstand zur 200-Tage-Linie ist von der 200-Tage-Linie nach unten ähnlich der nach oben. Passt auch relativ gut. Wir haben hier ehemals einen Widerstand gehabt. Ich hole mal den Chart so ein bisschen rein. Also das ist dieser Bereich hier, diese 6.800. Das ist ein guter, alter, bekannter. Haben wir ziemlich häufig schon gehandelt. Also ein bekanntes Terrain. MACD. Ganz leichter Stabilisierungsansatz. Da möchte ich aber heute Abend, wie gesagt, wir haben jetzt 12.42 Uhr, da möchte ich gerne heute Abend sehen, wie der sich heute Abend beim Schlusskurs darstellt. Weiterhin haben wir eine Stochastik, die mal probiert hat zu steigen, aber sofort eins auf den Rüssel bekommen hat. Deswegen, wir müssen hier nach wie vor ziemlich vorsichtig bleiben. Kleines Size machen, die Volatilität ist extrem hoch. Ich hatte das gesagt, im DAX war die, glaube ich, bei 94 in der Spitze. Ganz ehrlich, ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie die beim Nasdaq ist. So, mein Problem ist damit aber auch, was nehme ich denn für Scheine? Wo setze ich die denn an? Und ich mache jetzt was völlig Unübliches bei mir. Wenn ich hier den Chart so reinziehe, ist das hier das letzte richtig große Zwischentief. Das kommt aus dem Jahr 2018. Das ist ungefähr 5.000, ziemlich genau 5.849. Und tatsächlich, da muss ich die Basis drunter suchen. Die muss da drunter sein. Und dann komme ich auf so einen Schein hier. Das ist ein unlimitierter Call mit der Basis 5.775. Das ist ein Fünferhebel. Sowas mache ich normalerweise gar nicht. Aber das wäre dann der Schein, der in Frage käme. Das ist von Goldman die GC0QGQ. So. Der ist super weit weg. Also für einen Daytrader ziemlich uninteressant. Ich würde den selbst wahrscheinlich auch nicht handeln. Was mache ich? Ich gehe in den Chart rein und wenn ich den Tageschart habe und vermute hier eine Unterstützung, suche ich den Trigger, den Auslöser. Ich gehe dann, ich habe das schon ein paar Mal gezeigt, über die 4 Stunden rein und mache genau das Gleiche. Die 4 Stunden gucke ich mir an, über die Bänder, gleitende Durchschnitte negativ. Wir sind hier, ich mache es mal ein bisschen deutlicher, wir sind hier an diesem Trend, den ich habe da seit 2016. Wir haben eine Runterbewegung, Korrektur, runter, Korrektur, runter. Und das ist die letzte Korrektur. Und jetzt haben wir hier ein neues Tief gehabt, vorgestern. Heißt für mich auf 4-Stunden-Basis, wenn wir die 7.545 überbieten, und das wäre dann auch gleichzeitig der 20er gleitende Durchschnitt, dann seht ihr schon, und mit Schlusskurs, das ist also wichtig, mit der 4-Stunden-Kerze, Schlusskurs, 4-Stunden-Kerze, dann sieht es gar nicht so verkehrt aus. Dann gilt zumindest dieser Trend hier erstmal als, sagen wir mal, gestört. Dazu muss passen das MACD, sowohl über das Histogramm und idealerweise auch über die traditionelle Sichtweise, aber auch die Stochastik. Jetzt kann ich das aber auch noch feintunen und kann das halt noch auf die Stunde mal runterbrechen. Wie sieht sie denn da aus? Und da sieht es momentan schon ganz interessant aus. Heute, hier und jetzt. Ja, hier sind die 7.545, sind wir da. Das heißt, wenn wir da drüber gehen, auch mit der Stundenkerze, sind es schon zwei Gruppen. Es sind die 4-Stunden-Händler und die 1-Stunden-Händler. Und das sind Gruppen, vom aus, Interessensgruppen. Hier sieht es gut aus, hier sieht es okay aus.
Also der hat grundsätzlich eine kürzere Chance, eher noch mal auch mal wieder zu korrigieren. Und damit muss man nach den x-tausend Punkten, die die ganzen Märkte weltweit, hier haben wir, glaube ich, 31% verloren, ja, von 9.800 runter bis zu 6.800. 31%, damit muss man rechnen. Jede Minute musst du damit rechnen, dass dir das Ding mal ganz locker eine 10-Punkte Gegenbewegung, 10% Gegenbewegung macht. Machen Sie sich da nichts vor. Wenn Sie sowas dann haben, dass Sie da ein vertrauenswürdiges Signal haben, dann müssen Sie natürlich nicht runtergehen bis zu 5.775 mit der Basis, sondern holen Sie sich einen, der drüber ist. 6.500. Und da müssen Sie natürlich aufpassen, weil da werden halt momentan, und ich kann die Emittenten verstehen, die Preise nicht immer besonders eng gestellt. Nicht immer auf 1 Cent, 2 Cent, 3 Cent. Da sind auch manchmal schon 30, 40, 50, 60 Cent dazwischen. Das kann passieren. Aber das müssen Sie dann nachsehen. Das ist so extrem schnell momentan, dass man da einfach auch als Emittent aufpassen muss. Aber das wäre jetzt der Call dafür. Ein Put. Ich würde den Put hier jetzt beim Nasdaq, ich würde ihn hier drüber nehmen. Ich würde nicht bis hier oben gehen. Ich würde ihn hier drüber nehmen. Das ist dann so der Bereich 8.400. So, mit dem Short drücke ich hier auf Short. Ich habe auch einen 5er Hebel. Was jetzt ein 5er Hebel ist, das kann in 2 Stunden 20er, 30er sein. Ne? Da müssen Sie sich klar sein. Hier ist sowas. 8.524. Ne, der hier. Entschuldigung, mich verschaut. 8.521. Das ist von Goldman die GC0, BC0. Gustav Cäsar 0, Bertha Cäsar 0. 8.521. Also ungefähr hier. Klein bleiben ist für mich nach wie vor die Devise. Ich wünsche euch ein Happy Trading und, was hat einer geschrieben? Happy Trading und Hände waschen. Alles Gute, bye bye, bleiben Sie gesund. Tschüss.